Während meines Studiums habe ich oft Stadtführungen in Freising gegeben. Und viele Führungsteilnehmer haben mich oft gefragt, ob ich denn eigentlich aus Niederbayern käme, weil sich mein Dialekt so niederbayerisch anhören würde. Und ich habe immer gesagt, na na, ich komme aus Nandlstadt, das liegt schon in Oberbayern. Aber eigentlich hätte ich sagen müssen, stimmt, Sie haben recht, ich komme aus Niederbayern. Weil Nandlstadt ist erst seit kurzem nach Oberbayern gezogen. Die Geschichte Bayerns wurde durch viele Landesteilungen und Wiederzusammenführungen geprägt. Wir haben 1255 die erste Landesteilung, die Wiederzusammenführung des Herzogtums dann unter Kaiser Ludwig IV. Seine Söhne teilen dann wieder das Gebiet auf. 1392 die dritte Landesteilung. Bis schließlich 1550 unter Herzog Albrecht V. Ober- und Niederbayern wieder unter einem Herzog zusammengeführt werden. Jedenfalls, während all dieser Landesteilungen und Wiederzusammenführungen war Nandlstadt immer eins. Es war immer im niederbayerischen Raum, immer Teil des Herzogtums Niederbayern. Sichtbar im wahrsten Sinne des Wortes wird die Zugehörigkeit Nandlstadts zu Niederbayern auf Karten. Herzog Albrecht V. gab Mitte des 16. Jahrhunderts dem Mathematiker Philipp Appian den Auftrag, das Herzogtum Bayern zu vermessen. Und so reiste Philipp Appian ab 1554 mehrere Sommer lang durch das Herzogtum und hielt mit einer unglaublichen Genauigkeit die Lage der einzelnen Ortschaften, Städte fest. Und die ganze Karte von Philipp Appian, die sogenannten Landtafeln, die sind so genau, dass man sie heute auch noch über Google Maps oder so legen könnte und man hätte nur geringste Abweichungen. Wir sehen hier auf dem Kartenausschnitt Nandlstadt, das im Pfleggericht Moosburg lag. Und hier sehen wir die Grenze, die Ober- und Niederbayern trennte. Nandlstadt also klar in Niederbayern. 1806 wurde Bayern zum Königreich erhoben. Unter dem einflussreichen bayerischen Innenminister Maximilian Graf von Montgelas wurde das Staatsgebiet neu strukturiert und es wurden anfänglich 15 Kreise gebildet. Und diese wurden ganz nach französischem Vorbild nach Flüssen benannt. So kam es, dass Nandlstadt sich letztendlich im Isar-Kreis wiederfand. 1837 fand unter König Ludwig I. eine erneute Gebietsreform statt. Man wollte sich wieder auf die historischen Wurzeln der einzelnen Regionen beziehen. Und so wurde der Isar-Kreis zu Oberbayern umbenannt und bildet somit den Vorläufer des heutigen Regierungsbezirks. Und so kam es auch, dass Nandlstadt Teil Oberbayerns wurde. Seit nunmehr 183 Jahren.